Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei dieser 5, das Erbe der Könige, Freispielkarten und User Maps und abermals muss ich mich für diverse Ausfälle entschuldigen. Was soll ich sagen? Prüfung, Universität, blibla blub, aber das alles soll uns kein Vertun mehr tun. Wir haben immer noch eine Kampagne zu spielen. Mission 2, The Last Pirates. 6 Monate sind vergangen, die Piraten im Westen sind besiegt und unsere Stadt erblüht. Sobald wir genug Kampferfahrung gesammelt haben und eine schlagkräftige und erfahrene Armee ausgebildet haben, werden wir unsere Heimatinsel Green Island wieder zurückerobern, indem wir das Nebelvolk in die Hölle schicken. Leider gibt es noch ein Problem. Die letztendliche Truppe der Piraten ist auf dieser Insel angekommen. Jetzt werden wir die Piraten endgültig auslöschen, damit unser Volk überlebt. Möge der Herr mit uns sein. Ja, möge er auch mit uns sein und starten. Tja-lala. Mögen unsere gefallenen Soldaten im Krieg und Frieden ruhen. Aha. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein, dafür werde ich sorgen. Ich wünsche ihnen. Pilgrim, ich bin wieder am Leben. Wo sind Sie, Pilgrim? Ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Amen. Was denn nun schon wieder? Du sollst wieder nicht bei dem Gebet stören. Wie oft soll ich das noch sagen, du Holzkopf? Ich habe einen fremden Bogenschützen ganz im Norden der Nähe unserer Einsiedlung gesichtet. Ich habe keine Ahnung, von wo er gekommen ist. Glaubst du, er gehört zu den Piraten, die vor ein paar Tagen hier angekommen sind? Ach, Quatsch. Unwahrscheinlich, Sir. Er muss frühestens heute angekommen sein. Ihr solltet mit ihm reden. Das Siezen ist eine Sache der Neuzeit. Ja, das wäre wohl die einzige Möglichkeit. Das ist ein Punkt. Das wäre wohl die einzige Möglichkeit, zu erfahren, was er vorhat und von wo er gekommen ist. Dann werde ich sofort, das werde ich sofort regeln. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige die Herrschaften. Euer Dorf steht unter Beschuss. Ey, Pilgrimmann, beweg dich mal. Haben wir irgendwo Leute, Truppen, irgendwas in der Art? Ja. Wir haben einen Kunde, mit dem noch mit Pilgrim labern muss. Würdet ihr bitte diese Impertinenz von diesen Leuten. Gut, die Leibis jetzt mal zusammensammeln. Wir sehen, wir haben jetzt auch ein paar Wege hier, das ist sehr schön. Die Technologien, die wir bereits gemacht hatten, haben wir jetzt bereits und erstmal Konstruktion erforschen. So, Gruppe 0. Viel bauen müssen wir jetzt ja gerade nicht. Ich verstehe was davon. So, erstmal wegbomben. Der Tag der Abrechnung steuert und sorgt. Betrachte die Sache als erledigt. Auf Sie! Würdet ihr bitte aufhören? Okay, die Bogenschützen müssen zuerst weg. Unsere Eisengrube soll ja nicht vernichtet werden hier. Ja, ist gut. Ja? Wenn wir so ein Zelt stehen, ist noch ein Pilger vorbeischauen. Alter, die leben ja immer noch. So, ein weiterer Bogenschütze tot. Der nächsten. Ich dachte, jetzt kommt schon wieder so ein Nachschub, aber das ist ein beschissener Hirsch. Bambi ist schon wieder unterwegs. Okay, jetzt muss Pilger am Leben bleiben. Da ist nur noch der Hauptmann übrig und der macht nicht so viel. Das könnte ein bisschen lauter werden. Wenn ihr meint... Eine Piraten-Elite-Gruppe ist im Anmarsch. Ich glaube, es hackt. Holen wir uns direkt erstmal ein paar Schwertkämpfer. Forschung abgeschlossen. Pilgrim, bleib im Leben. Wird gemacht. Ja, ist gut. Betrachtet die Sache als erledigt. Gut. Jawohl. So, Leute. Wie ihr wünscht. Habt ihr sie nicht mehr alle? Ja? Betrachtet die Sache als erledigt. Gut, ich glaube, von der Eisengrube können wir uns gleich mal verabschieden. Ja. Aber bevor die vernichtet wird, werde ich sie gleich abreißen. Ja? Kriegen wir Materialien zumindest zurück. Wenn ihr meint. So, was machen unsere Schwertis? Sind fertig? Alles klar. Dann kommt mal rüber, Leute. Wir erledigen. Wir brauchen hier gerade ein bisschen Nachschub. Wie ihr wünscht. Gut, ja, ist gut. Wenn ihr meint...
Gut, Sekunde, jetzt rennen wir wieder hier hin. Platzieren meine Bombe da. Und jetzt rennen wir hier. Oh. Ja, ist gut. Okay, die Eisengrube ist aber schon leer, also jawohl. Abreißen. Ja, gut. Ja, ja. Wie ihr wünscht. Schwert, dies kommt. Pilgrim zieht sich zurück. Wir locken die jetzt erstmal schön in eine Falle. Macht sie nieder. Betrachtet, wir wollen ein paar Leibis mehr. Hier. 1, 2, 3, 4. 4. Pilgrim, rennen. Schwertkämpfer, kümmert euch um was da immer lebt. Gut. Ja, ist gut. Wie ihr wünscht. Ja, ist gut. Pilgrim muss hauptsächlich am Leben bleiben, damit ihr die ganzen Leute wegtanken kann. Aber unsere Kurzschwertkämpfer kümmern sich schon um was da unten rumkreucht. Jawohl! Betrachtet die Sache als erledigt. Ja. Können wir die Alchemie? Nein, wir können nicht weiter gehen als das, was wir jetzt hier gerade haben. Oh, und stehendes Heer können wir auch noch machen. Also brauchen wir eine Festung. Das heißt, wir können uns ein paar Bogenschützen holen. Und die dann vermutlich auch schon zu langen Bogenschützen aufwerten. Erstmal holen wir uns das hier zurück. Die anderen Leibis werden zu Gruppe 9 befördert. Und wo haben wir Hunger? Wenn ich nicht bald einen Platz in einem Bauernhof finde, falle ich vom Fleisch. Toll. Dann brauchen wir wieder eins der Wohnhäuser. Ein neues Bauernhof. Ich bin wieder der Linguistik-Akrobat hier. Hier ist eigentlich ein wunderbarer Platz für so einen Bauernhof. Da kommt der dahin. Die Sägemühle kommt an hier. Und ein drittes Wohnhaus kommt dann. Hier hätte ich gerne eins. Allerdings sähe es doch besser aus in dieser Dreierreihe da. Zuerst das Wohnhaus. Denn sein muss. Eine Piraten-Elite-Truppe im Anmarsch. Kunchi kann das mal dahin latschen. Pilgrim stellt erstmal eine Kanone hier auf. Gleich. Ja! Ja, mein Herr. Jawohl. So, auf die Bogenschützen. Schwertis hinterher. Pilgrim. Mach mal kurz Allahu Akbar. Darf ich monetarisiert werden? Böses wenn Wort gefallen. Ich hab getan, was ihr wollt. Deren Bogenschützen sammeln aber auch ganz schön rein, unsere Schwertkämpfer. Ausbau vollbracht. Lieber als das. So, stehendes hier direkt daher schieben. Wie ihr befehlt. So, Kunchi, wir wollen ja mit dir reden. Gut. Aufträge. Lasst euch von eurem Kunchi auf deinen Weg zum fremden Bogenschützen zeigen. Wenn ihr ihn getroffen habt, redet mit ihm, um mehr über ihn zu erfahren. Wir machen jetzt mal unsere Uhr an und wir drücken erstmal hier auf den Quicksave-Knopf. So. Ich werde euch jetzt den Weg zu ihm zeigen. Folgt mir. Betrachtet die Sache als erledigt. Fertig. Ja. Ihr könnt erstmal hier Eisen klüppeln. Toll. Wer seid ihr? Gehört zu den Piraten? Dann sollt ihr sterben. Nein, die Piraten sind unsere Feinde. Wir sind ein friedliches Volk. Was macht ihr hier und wo seid ihr hergekommen? Ich komme von der Insel Snow Island. Sie befindet sich etwa 20 Kilometer nördlich. Hoffentlich ist mir kein Pirat gefolgt. 20 Kilometer? Die müssten wir gesehen können von hier aus. Snow Island? Wieso bist du hier? Auf unserer friedlichen Insel wimmelt es nur so von Barbaren. Sie verstecken sich in den Bergen und greifen unsere Städte an. Wir sind machtlos dagegen. Deshalb bin ich hier, um Hilfe zu holen. Was zum... Ah, mit meinem Partner! Er muss hier in der Nähe sein! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja. Ihr solltet die Wäsche... Du bleibst hier. Der Bogenschütze bleibt im Leben spielen. Der Bogenschütze bleibt nicht am Leben. Ihr glaubt, dass ich nicht wirklich Gruppe 0 hier an. Ja, ist gut. Ich glaube, es geht nicht mehr richtig. Wir werden okay, sie. Offenbar nicht. Aha. Da ist der Bogenschütze spontan einfach tot erlitten. Das passiert manchmal. Ist immer sehr unglücklich, wenn das passiert. Ja, es wird genau noch ein Bauernhof fehlen. Halt! Wird gemacht! Wir bleiben hier, Pilgrim. Gehen wir zu den Kollegen reden. Eure Gelehrten. Kunchi, wir müssen die ganze Insel nochmal erkunden. Technologie erforscht. Jetzt können wir die Bildung mal kurz erforschen.
Meister, ein Sägewerker. Und wir stellen schon mal einen Schießplatz auf. Piraten, Elitetruppe sind am Marsch. Oh shit. Schnell reden. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Ich bin unschuldig. Tut mir nichts. Ey, bleib ganz cool, Mann. Ja? Wir tun dir auch nichts. Die Piraten sind unsere Feinde. Wir gehören nicht zu denen. Verstanden? Wenn die Piraten... Wenn du Angst vor den Piraten hast, warum sagt er dann, dass er unschuldig ist? Da bin ich aber beruhigt. Habt ihr meinen Chef gesehen? Der Bogenschütze, der in Gelb gekleidet ist? Der ist abgekratzt. Das waren die Piraten. Was? Ich bin ja zurück. Ich kann auch kein Boot fahren. Boot? Meinst du das Wrack hinter dir? Das ist meine. Bitte lass mich nicht ab. Bitte. Die Piraten sind gefahren. Sie werden mich mit dem und quälen, meine Augen rausschneiden und auf meinen Kopf trinken. Hör endlich auf zu schreien, du Hosenscheißer. Ich werde dir helfen. Okay, ganz ruhig. Mal sehen. Wenn du mich etwas bezahlen kannst, dann werde ich ein kleines Haus für dich bauen. Es wird hier neben dir stehen. Das heißt, es muss in der Kiste sein. Und darauf war er auf dem Boot. Das war auf dem Boot. Wo ist die Kiste? Meinst du die braune, eckige Kiste dort? Ja, das ist sie ja. Sie sehen ja auch alles. Sie gehört euch, nicht ihnen. Weil das sieht immer auch eine Sache, dass es der frühen Neuzeit ist. Baut eine Ziegelhütte, eine Sägemühle und eine Kapelle für euer Dorf, errichtet ein kleines Wohnhaus für den Gehilfen gleich neben ihm, greift die Piraten im Nordosten, vernichtet sie und zerstört ihre Gebäude. Feinde greifen euch an. Wo wir schon dabei sind. Jawohl! Gern, so soll es sein. Die Piraten meinen, Arschlöcher sein zu dürfen. Angriff! Und wir müssen erstmal ihren Bogenschützen platt machen. Gut, wir sind ja schon fast fertig mit den Gebäuden, die wir brauchen. Zuerst bauen wir noch einen weiteren Bauernhof. Die Kapelle kommt dann hier so hin. Der Bauernhof macht sich dann ganz wunderbar hier so. Hey, wir können es von hier ausbauen. Sehr schön. Ja, genau. Macht ihn mal kurz den bösen Bauernhof putt. Euer Dorf. Wir machen euch putt. Erstmal müssen wir gegen reparieren. Jawohl. Ja, gar kein Boss, ist kein Problem sein. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wir sollten eigentlich noch das Eisen aus der Kiste rauskratzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Gut, die Gegner sind tot. Erstmal ganz schnell die. Der Angreifertrupp ist besiegt. Schnell mal kurz die Leute nachfüllen gehen. Gut. Wie viele Plätze haben wir jetzt wo frei? Haben wir genug für die Kapelle? Wir brauchen noch ein weiteres Wohnhaus. Okay, die Kapelle setzen wir zuerst einmal hier so hin. Und das Wohnhaus kommt nach hier hin. Und da müssen wir eine Ziegelhütte bauen. Ja, Piraten schon am Anmarsch, natürlich. Warum auch nicht jetzt? Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Warum nicht noch viel früher? Ihr könnt jetzt mal Eisenkratzen gehen. Lieber als das. Ein Held ist in große Gefahr. So, Schwertkämpfer. Zopp, zopp, zopp. Wegen meine Jungs zopp, und ich zopp. Heute Abend frei. Spiris gehen gerade nicht. Ah, wir könnten noch mal drei weitere Trupps. Ja, egal. Ja, Herr. Marsch. Wir erledigen das. Nein, sie haben Kenny getötet. Die Schweine! Ja! Wieso passiert das jedes Mal? Nichts lieber als das. Und jetzt verpissen die sich? Wird gemacht, wenn ihr die kommen her, killen ja, Kenny und verpissen sich wieder. Sind die noch ganz richtig? Seid unbesorgt. So, mal schauen, ob das jetzt alles passt. Wir brauchen 6 Plätze frei. Die haben wir frei. 3. Ja, 6 haben wir frei. Alles gut. Und jetzt kommen die wieder angetanzt. Leute. Schwertkämpfer, kümmert euch mal bitte um dieses Gelände da unten. Pilgrim macht das schon. Gut, wir wollen noch ein paar weitere... Wir bräuchten ein paar Schützen. Und ein paar aufgewertete Speerträger. Die haben wir ja festgestellt in das Böse hier. Sind ja schon stärker als Kanonenfutter. Ziegelhütte fehlt noch. Wir brauchen noch einen Bauernhof, ein Wohnhaus, eine Ziegelhütte und ein
Lager. Na, die Ziegelte kommt hier unten in große Gefahr. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, ja. Hier hinstellen. Natürlich. Wir brauchen das mal wieder so 8 aber 8 Leibis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube ja, dass hier eine. Ihr seid übrigens in der Gruppe 0. Willkommen in der Hölle. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ihr seid Gruppe 8. Ihr geht hier. Wo gehen die in den Bäume klatschen? Wo fällt das nicht so ganz auf? Wir hatten doch irgendwo hier noch so. Ne, wir hatten nirgendwo einen ewigen Holzstapel. Das war nicht auf dieser Map. Aber geht hier mal Holz hacken. Problem. Und ihr, wieso haben wir hier so einen komischen Altar hier stehen? Ah, stimmt, das war für die Gebete. Wo wir offenbar nur zwei Leute verloren haben. Aus Gründen. Ihr geht dann auch Holz hacken. Ja. Piraten, Elite-Truppe, ja. Elite. Meine Definition von Elite ist was anderes. Geht nicht zu nah dran. Jawohl. Als ich zuerst mal die Piraten-Elite-Truppe gelesen hatte, dachte ich, oh shit, jetzt kommen diese ganz krassen ist gut. Persönlichkeiten. Auf in den Kampf. Am besten direkt zu den Bogenschützen vorstoßen, die sind am nervtötendsten. Das gibt ein feines Feuerwerk. So, direkt wegmassakrieren. Hier im Nordosten irgendwo, ja, das kann ein Problem sein. Die Map müssen wir nicht nochmal erkunden, weil wir sie schon einmal komplett betrachtet haben. Ja, Herr. Zahltag. So, ihr werdet auch wieder nachgefüllt. Wir erledigen das. Ausbau zur Uni ist sehr verlockend. Das möchten wir eigentlich. Oh, das dürfen wir auch. Da wir gerade... So, Steine werden wir noch brauchen. Steine werden wir hiervon noch brauchen. Ziegelte, wo planen wir die denn schon mal hin? Hier direkt neben... Die Kapelle eigentlich hier direkt neben den Altar irgendwo stellen müssen und nicht in so einem Abstand. Hier ist die Ziegelhütte eigentlich sehr gut aufgehoben, finde ich. Okay, die planen wir schon mal nach dahin. Ja, Herr. Hier, ja, bitte. Herr. Und dann? Allerdings, dann haben wir den wollen noch nicht zu Ende bauen. Und der. Nicht bevor wir nicht noch einen Wohnhaus an den Bauernhof gebaut haben. Wohnhaus möge jetzt schon herkommen. Ja! Marsch. Das heißt, Gruppe 0 kann jetzt auch statt Eisen zu kloppen mit Holz kloppen gehen. Das brauchen wir gerade am dringendsten.